Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play und hier mit einem Panzer, den ihr so noch nicht auf dem Live-Server habt, denn es ist noch auf dem Test-Server soweit, diesen zu spielen, und zwar den Kanonenjagdpanzer. Ein Tier 8 Panzerzerstörer der Deutschen, der mit dem nächsten Patch 099 ins Spiel eingefügt werden soll, und natürlich erinnert er ein wenig an den E25 und natürlich auch an den Stuck und natürlich auch an den Jagdpanzer, also so ein Zwitter aus vielen, eben sehr flach. Und ja, ich finde ihn persönlich ganz schön, muss ich ehrlicherweise gestehen. Also ich hoffe, euch geht es da auch so. Die Daten seht ihr ja hier drüben soweit. Wir gehen aber natürlich nochmal etwas detaillierter an die Sache ran, und besonders die Kanone ist natürlich immer eine Sache, die sehr wichtig ist. Und zwar mit 212 Durchschlag bzw. 250 mit Premium und dann 240 Schaden bei einer Feuerrate von 9,5 Granaten in der Minute. Ist doch ganz beachtlich. Der Motor selber hat 500 PS, 12% Wahrscheinlichkeit, dass er Feuer fängt. Also auch alles im grünen Bereich, und mit einer Topspeed von 70 km/h ist er auch ordentlich flink. Und wie das im Spiel ausschaut, sehen wir uns also jetzt gleich an. So, da haben wir auch ein Matchmaking gefunden, und zwar ein vernünftiges. Wir sind Top-Tier bzw. ja, 8er im 7er und 6er Gefecht. Auch der neue Tiger ist am Start. Wo ist er denn? Da ist er ja schon. Direkt hier. Das ist der Tiger der Japaner. So unübersehbar. Auch ein Premium-Panzer. Aber wir widmen uns natürlich jetzt unserem schnieken Schmuckstück. Und ich will euch mal besonders zeigen, hier der Richtbereich der Kanone, der ist eigentlich ganz ordentlich. Und auch die Neigung nach unten ist auch in Ordnung. Nach oben auch. Also für einen starren Turm finde ich das alles ganz okay. Muss man ja sagen, wie es ist. Wow. Das habe ich schon definitiv schlechter gesehen. Wir müssen uns ein bisschen aufpassen oder ein bisschen vorsehen, weil der Gegner auch unglaublich viele Kanonenjagdpanzer hat. Ist natürlich klar, dass dieser Panzer und die Panzer, die ganz frisch ins Spiel kommen, auch dementsprechend häufig und viel gespielt werden. Deswegen halten wir uns jetzt hier mal ein bisschen zurück. Die Arti ist natürlich etwas weiter vorne am Start. Klar, braucht sie auch. Wie gesagt, man sieht eben, die Neigung der Kanone ist auch für sowas wie hier sinnig. So, mal schauen, ob hier vorne was aufgeht. IS-6 fährt ja schon ordentlich nach vorne. Und wie gesagt, wenn man jetzt mal sieht, so weit kann man schwenken. Das ist doch ganz beachtlich. Hier geht erstmal nichts auf. Dann werde ich jetzt auch mal weiter vorrücken. Da ist der T-34 offen. Aber natürlich von hier aus nicht erreichbar. Der 6er Tiger, der legt es hier drauf an. Bekommt aber sofort eine. So. Da haben wir jetzt den T-34 zu einem Schritt gezwungen. Nochmal. Und die Reload ist wirklich schön angenehm, wie ihr seht. Also mit dem Reload kann man definitiv arbeiten. Alle 5,3 Sekunden einen Schuss und mit Waffenbrüder dann nochmal ein bisschen flinker. Oh, jetzt fallen unsere Truppen allerdings. Oh, jetzt wird doch der Kanonenjagdpanzer hier da nicht so drauf gehen, oder? Doch, tut er. Aber jetzt unterstütze ich ihn da auch. So, da hat er noch 9 und jetzt wird es hier hoffentlich erledigt.
So, jetzt nimmt ihn der IS raus. Genau. Jetzt dürfen wir uns noch versuchen zu verbarrikadieren hier hinten. Also nach einem Sieg schaut es eher tendenziell nicht mehr aus. Aber wir tun auf jeden Fall alles noch, um hier möglichst viel Schaden anzurichten. So, da habe ich doch mal einen setzen können. Und noch einen. Und gekillt. Jetzt der FCM. Oder der Kanonenjagdpanzer. Jetzt hat er mich. Aber man sieht, man hat scheinbar einen ganz vernünftigen Tarnwert. Bisher lief es ganz gut da oben. So. Und jetzt der FCM, aber der umfährt uns. Ah, da bin ich leider gestorben, aber konnte doch zwei Kills machen. Und man sieht, dass er ordentlich und schnellen Schaden machen kann. Also von dem her ist mit dem durchaus was anzufangen. ...3100 Schaden, dabei gab es 65 raus und das bei einer Niederlage. Da sieht man dann doch, ja, mit dem geht was. Also, ich glaube, man kann schon sagen, das ist ein Panzer, mit dem man wirklich spielen kann. Also ich persönlich denke mal, ich werde mir ihn holen und hoffe, dass ihr euch da einen kleinen Einblick davon machen könnt, konntet, wie ihr ihn denn bewertet. Und ja, lasst mir doch auch mal eure Meinung zum Kanonenjagdpanzer da. Ich bin sehr gespannt, ich wünsche euch alles Gute, bis bald, euer Alcaramba.